Hi zusammen. Wir sind heute hier bei Renngrip, dem deutschen Importeur von Gimoto-Lederkombis. Und das ist auch der Grund, weshalb ich heute hier bin. Und zwar vermessen wir mich für eine neue Gimoto-Airbag-Lederkombi. Ja, Renngrip habt ihr vielleicht auch schon des öfteren Mal auf meinem Kanal gesehen. Mit denen arbeite ich jetzt schon mehrere Jahre zusammen. Da könnt ihr auch gerne mal bei denen in ihren Online-Shop vorbeischauen. Ja, und was es auch noch heute gibt, ist neben einer Auslösung der Kombi, dass wir ein Gewinnspiel machen. Also bleibt auf jeden Fall dran. Ich bin heute nicht allein hier, denn ich habe meine Freundin Jasmin mit dabei und das aus einem ganz gewissen Grund, denn Ja, genau. Wir sind heute nicht nur hier, um Martins Kombi zu vermessen, sondern auch ich werde heute für eine Maßlederkombi ausgemessen. Da ich jetzt kürzlich mit dem Führerschein begonnen habe und ohne Schutzkleidung wird es natürlich schwierig. Und gerade als Frau hat man es nicht so leicht, eine Kombi von der Stange zu bekommen, da erstens entweder nur so typische Frauenfarben verfügbar sind, sowas wie Pink oder Lila. Da sehe ich mich persönlich einfach nicht so drin. Und auch von den Größen und Proportionen ist es natürlich nicht besonders leicht. Und deswegen habe ich mich entschieden, mir eine Airbag-Kombi zuzulegen. wie ihr hier sehen könnt, habe ich meine alte Kombi mitgebracht. Das ist auch eine Gimoto Airbag-Kombi. Das ist das Vorgängermodell der neueren Kombi. Mit der hatte ich jetzt auch schon zwei Stürze. Einer war auch ein bisschen größer. Da bin ich auch sehr froh, dass ich einen Airbag hatte. Der hat mir sicherlich mindestens ein, zwei Knochen gerettet. Dementsprechend ist immer ein gutes Invest, einen Airbag zu haben. Spätestens, wenn ihr auf die Schnauze fliegt, seid ihr sehr froh drum, glaubt mir. Ja, und dementsprechend ist hier jetzt die neue Airbag-Kombi. Die werde ich euch später noch genauer vorstellen. Und natürlich auch in meinen Farben. Aber was hier erstmal schön ist, ist, dass ihr nicht nur mechanisch die auslösen könnt, sondern die kann auch elektronisch ausgelöst werden. Außerdem, was generell super an den Gimoto Airbag-Kombis ist, ist, dass ihr die nicht einschicken müsst, sondern ihr könnt die Kartuschen manuell tauschen. Ist in der Handhabung einfach, wenn man mehrere Termine hat, super einfach und super gut. Ja, und generell das Moderne mit der elektronischen Auslösung ist einfach eine schöne Sache, dass man sich nicht anschnallen muss. Nachdem wir beide jetzt vermessen wurden, was zu einem bei Renngrip geht, oder ihr könnt das auch selber machen, da gibt es ein Tutorial auf der Renngrip-Seite. Ihr könnt aber auch natürlich zu einem Schneider in eurer Gegend gehen, wenn ihr damit Probleme habt. Danach kommen wir jetzt zum schönsten Part, und zwar, wir wählen die Farben aus von der neuen Kombi. Dafür gibt es bei Gimoto bzw. bei Renngrip gibt es einen schönen Konfigurator, den man benutzen kann. Hier ist das Schöne, hier könnt ihr zu Hause einfach mal ein bisschen die Farben rumprobieren. Probiert verschiedene Varianten aus, bis ihr der Meinung seid, das ist die Kombi, die ihr haben wollt. Ist eine schöne Sache. Ja, meine und Jasmins Farben, die gehen wir noch nicht durch, aber das sehen wir in etwa 2 Monaten. Und ich würde sagen, da sehen wir uns wieder. Und dann bis zum nächsten Mal. Hi zusammen. 6 Wochen sind jetzt vergangen, seitdem wir hier bei Renngrip waren. Da haben wir die Maße genommen für unsere Kombis. Die Kombis sind jetzt beide mehr oder weniger fertig. Meine Kombi ist fertig. Jasmins Kombi, da ist ein Training-Fitting-Anzug gekommen. Auf das Thema kommen wir gleich nochmal genau, ja, wofür der zuständig ist. Und ich würde sagen, da gehen wir mal hin und zeigen euch sowohl erstmal Jasmins Anzug als auch gleich meinen Anzug und lassen den auch einmal auslösen. Das ist jetzt der Training-Fitting-Anzug von Jasmin. Wie ihr sehen könnt, das sind schon direkt die richtigen Farben, die Jasmin gewählt hat. Zu meinen Farben kommen wir gleich. Aber hier kann man schon mal sehen, das ist noch kein richtiger Lederanzug, hier fehlen noch die Außenprotektoren richtig. Der ist auch generell noch ein bisschen zu weit geschnitten. Da kommen wir aber gleich nochmal drauf hinzu. Ich wollte euch erstmal generell den Training-Fitting-Anzug zeigen. Ja, und dann wird der Fabian von Renngrip uns gleich ein bisschen was dazu sagen können. Wir haben uns heute hier nochmal getroffen und haben Jasmins unfertigen Anzug dabei. Wir haben einen sogenannten Training-Fitting-Anzug gemacht. Das bedeutet, der wird erstmal, wie ihr hier sehen könnt, ein zu großer Lederanzug gefertigt. Sie hat ein bisschen was von einem Kartoffelsack. Und heute kümmern wir uns darum, dass wir den Anzug einmessen und abstecken, damit halt speziell, da haben Frauen immer so ein bisschen ein Problem durch die Oberweite und durch das runde Becken, dass da keine Passgenauigkeit herrscht, weil ein Mann ist in der Regel
da in dem Bereich gerade, damit halt speziell die Zonen hier perfekt passen. Und darum kümmern wir uns heute. Was wir hier halt immer gerne machen, wir lassen unseren Kunden halt immer hier auf der Couch sitzen, um halt die Sitzposition auf dem Racebike oder auf dem Nakedbike nachzuahmen. Da schauen wir im ersten Schritt halt immer, sitzen die ganzen Protektoren in der richtigen Position, speziell am Knie, Ellenbogen und an der Schulter. Und dann wird der Anzug halt enger gemacht. Man sieht ja auch hier, die Wade ist viel zu groß, der Oberschenkel ist zu weit. Aber man kann schon erkennen, wo die Reise hingeht und merkt halt auch schon, dass da eine weibliche Form dahinter ist. Und das stecken wir jetzt ab und dann sehen wir uns dann wieder, wenn der Anzug dann auch fertig ist. Nachdem wir Jasmins Anzug jetzt einmal abgesteckt haben und der wieder zurück zu Jimoto geht, damit dieser dann auch fertiggestellt werden kann, kommen wir jetzt zu meiner neuen Lederkombi und zwar... Hier, das ist jetzt meine neue Lederkombi für die nächsten Saisons und wie ihr sehen könnt, ist das farblich eigentlich ein ähnlicher Ton. Ich habe mich für einen anderen Blauton entschieden, den haben wir beide gleich gewählt, der gefällt uns einfach sehr gut. Wir haben uns beide für natürlich ein Känguru-Leder entschieden, denn bei dem Känguru-Leder hat man einfach eine höhere Reißfestigkeit, man kann generell dünneres Leder dafür nehmen und kommt gleichzeitig auf ein geringeres Gewicht. Ist von der Bequemlichkeit her einfach besser, was natürlich auch für die Bewegung auf der Rennstrecke ein Vorteil ist. Was man noch zu der Kombi sagen kann, die ist natürlich für heiße Sommertage auf der Rennstrecke perforiert im Brust-, Bauch-, Beinbereich, Achselbereich. Das ist natürlich sehr wichtig, damit man da nicht dehydriert auf der Rennstrecke. Ein weiteres Qualitätsmerkmal der Kombi ist, dass sie zu 100% in Italien gemacht wurde, handmade, und auch der komplette Anzug, der Lederbereich mit Känguru-Leder gefertigt wurde. Also es ist kein Mischleder, sondern es ist komplett Känguru-Leder. Das ist jetzt das Airbag-System, das wir in unseren Kombis verbaut haben. Das ist das RR-Hybrid-System von Jimoto. Hier haben wir natürlich einmal im Schulter-, Schlüsselbein-, Brustbereich, aber auch im Hüft- und Rückenbereich ein Airbag-System, was natürlich dann für den Schutz des Fahrers sehr wichtig ist. So sieht der Anzug jetzt aus, wenn ich ihn anhabe. Ich fühle mich auf jeden Fall von Anfang an echt wohl. Mir gefällt er auf jeden Fall auch sehr gut, wenn ich ihn anhabe. Er passt auch zu den anderen Schutzkleidungen sehr gut zusammen. Ja, den ganzen muss ich jetzt erstmal eintragen gescheit, damit die Passform bzw. auch die Elastizität des Anzugs besser wird. Und ja, dann seht ihr mich eventuell auch bald schon auf der Rennstrecke mit diesem schönen Teil fahren. Und ich würde sagen, jetzt kommen wir zum spannendsten Teil und werden ihn mal auslösen. Eins. Boah, das ist echt ein Strom. Das sieht so geil aus. So sieht das jetzt aus, wenn der Airbag ausgelöst wurde. Knallt auf jeden Fall richtig, hat auf jeden Fall ein gutes Schutzvolumen in den wichtigen Bereichen, hat auch einen sehr stabilen Druck, generell am ganzen Oberkörper, um den Oberkörper stabil zu halten. Ja, war auf jeden Fall aufregend und dann sehen wir uns gleich nochmal wieder. Zum Instandsetzen eures Airbag müsst ihr dann hinten den Höcker öffnen. Dann seht ihr hier die Elektronikeinheit. Wenn ihr den Airbag elektronisch nutzen wollt, dann öffnet ihr hier den zweiten Reißverschluss. Macht das Ganze hier mal auf Seite. Und dann befindet sich hier ein Klettverschluss, den man praktisch öffnen kann. Und dann sieht man hier die alte Kartusche und hier hat sich die Kugel auch rausgetrennt. Was man jetzt macht, nimmt die Kartusche, dann seht ihr, dass die Kartusche ein Loch hat. Die alte Kartusche packen wir weg, dann machen wir hierdurch die Kugel wieder rein, nehmen uns dann das im Lieferumfang enthaltene
Werkzeug und hiermit spannen wir quasi die Feder wieder zurück. Dann erstmal das Werkzeug mit der Arretierung befestigen und dann so weit reindrehen, bis man hier an der Einkerbung ist. Dann nehmt ihr euch die Kugel, führt die hier zwischen den zwei Backen ein. Die Backen sind auch innen drin noch mal ein bisschen abgerundet, sodass man, wenn man die Kugel hier reinmacht, dass man merkt, wenn die sich frei bewegen kann, dass sie auch nicht verkanten kann oder so. Dann nehmt ihr eure andere Hand und dreht einfach dann hier das Werkzeug nochmal zurück, bis es irgendwann ganz leicht geht. Dann merkt ihr auch hier, okay, die Kugel sitzt fest drin. Und dann dreht ihr das Werkzeug wieder raus. Und somit habt ihr euer System wieder gespannt. Dann nehmt ihr euch noch die neue Kartusche, dreht die rein, handfest genügt. Dann packt ihr das Ganze hier wieder ein, macht den Klettverschluss wieder drauf. Den Reißverschluss zu. Und zu guter Letzt den Höcker und dann könnt ihr den Airbag wieder verwenden. Und für das Ganze braucht ihr hier circa 5 bis 10 Minuten. Schön, dass ihr bis jetzt dran geblieben seid, denn wir kommen noch zu unserem Gewinnspiel. Renngrip und ich, wir verlosen auf Instagram einen 350-Euro-Gutschein für Gimoto Marsleder-Kombis eurer Wahl. Das heißt, geht einfach mal in die Videobeschreibung, da ist ein Link. Das Gewinnspiel wird zum gleichen Zeitpunkt wie dieses Video veröffentlicht sein. Schaut da einfach mal nach und auch generell, wenn ihr Teile für eure Rennsaison braucht, schaut mal bei dem Online-Shop von Renngrip vorbei. Dort gibt es auch viele Sachen und hier könnt ihr natürlich mit dem Link Montagno-333 5% sparen. Und ja, dann würde ich sagen, wir sehen uns entweder auf der Rennstrecke oder beim nächsten Video. Ciao!